Casa La Colonia Olé, Fühlinger See, geiles Wetter, geiles Publikum und wie bekloppt muss man sein, um da hochzusteigen. Das habe ich mich in dem Moment auch gefragt, er macht das ab und zu, aber das war so rund, was der See wieder hochgeklettert ist und da habe ich auch kurz den Einsatz beim Singen verpasst, weil ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich fällt er da nicht runter. Aber er ist sehr athletisch und alles gut und das war das Adrenalin, was da durch seine Adern floss. Also für unsere Zuhörer, man muss da sagen, es gibt also ein Bühnengestänge, da ist er dann hochgeklettert mit Gitarre und hat er mal kräftig abgefetzt da, aber ist das übertragen worden vom Publikum oder warum macht man sowas? Total, also sowas kommt spontan auch aus ihm raus oder wir machen toben hier und da mal rum und die Stimmung war einfach mega geil und die Energie, die da zurückkam und die verleitet einen dann schon zu solchen Übersprungshandlungen, ja. Zu Casala, was erwartet uns in der Zukunft von Casala? Gibt es neue Projekte? Wie sieht es im Sommer aus? Habt ihr da wesentlich weniger oder ist das eigentlich als Sommerkarneval anzusehen? Also wir sehen uns ja nicht als Karnevalsband, sondern als Kölschband. Und natürlich ist ein Großteil der Auftritte, ich würde jetzt mal so sagen 60% innerhalb dieser kurzen Karnevalszeit. Aber wir spielen im Moment, ich glaube im Juni haben wir einen Tag frei, spielen also fast die ganze Zeit. Und sind fleißig am Schreiben, neue Songs wollen raus. Und im nächsten Jahr, zu unserem 5-Jährigen, haben wir eine große Sache geplant. Aber das kann ich noch nicht verraten. Na Jung! Ja, wir kommen hier kurz Besuch von Oleo. Der ist ja ziemlich stumm, er kann noch nicht reden, aber ich bringe es ihm irgendwann mal bei. Und zu Casala nochmal. Es hat Oleo mich eigentlich aus dem Konzept gebracht, aber es ist ja auch egal. Du sagst ja selber, es ist aber der sogenannte Kölschrock. Und wenn man jetzt mal auch hört, es war jetzt just in dieser Woche noch 10 deutsche Alben in den Top 10. Sag mal, was ist dieser Hype auf einmal auf deutsche Musik? Ist es, weil die Jugendlichen kein Englisch mehr verstehen? Das kann ich jetzt so nicht bestätigen und ich meine, wir singen ja auch nicht Hochdeutsch, das heißt, unsere kölsche Sprache verstehen sicherlich noch viel weniger, aber ich finde den Trend persönlich schön, also es gibt ja tatsächlich auch viele Mundart-Bands, das ist ja eher das, wovon ich jetzt sprechen kann und wir waren ja auch in Hamburg, München und Berlin, wo dann ausverkaufte Häuser waren, unser Album war auf Platz 12 in den deutschen Charts, völlig bescheuert und wir freuen uns natürlich darüber, dass die Menschen dann auch, ob es jetzt wieder Hochdeutsch oder auch Dialekt einfach mitnehmen und aufnehmen, das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung. Aber wir können noch nicht herauskitzeln, was für ein neues Projekt es gibt. Nee, wir haben nächstes Jahr was sehr, sehr Großes zu unserem Geburtstag vor, aber das darf ich noch nicht verraten. Wir machen das Mikro aus, Dankeschön, und dann verrätst du es wieder. Vielen Dank.